So, geht natürlich gleich weiter. Nicht über die Vorbesitzer nachdenken. Zu spät. Was gibt's denn, Olin? Ich bin so nah dran und kann immer noch nicht. Es ist bald vorbei. Wie viele Eclipse sind es? Soweit ich weiß, recht viele. Bewaffnet und gerüstet. Bogenschützen auf den Felsen. Sie haben aber keinen Platz für Maschinendämonen. Du hast sie ja beobachtet. Wie komme ich hinein? Glaubst du, wenn ich Strategien entwickeln könnte, wäre auch nur einer von uns beiden hier? Stimmt wohl. Wir könnten das Tor stürmen, Osaram-Stil. Oder von der Seite, oder von oben kommen. Vielleicht kommst du irgendwie aufs Dach. Ich nicht. Ich bin viel zu schwer. Soll ich das allein machen? Du könntest es bestimmt. Aber mit den Eclipse hast du immer Feinde im Rücken. Ich halte ihn dir frei, wenn du mich lässt. Nein. Warte hier. Sei bereit, wenn das Kämpfen vorbei ist. Oh, ich bin bereit. Der hält mich nur auf. Bei aller Liebe. Ja. Ich muss gucken, ob ich irgendwo anders da reinkomme. Von da oben komme ich wahrscheinlich nicht hin. Noch. Zu blöd, den zu treffen. Du siehst sie, sie sehen dich nicht. Wie du siehst, sehen sie nix. Willst du weg? Komm schon, wir sind auf normal. Ich schnupf dich weg, mein Freund. Als wärst du nix. Die Sonne kann dich ja... Hier müssen sie Olins Familie festhalten. Verriegelt. Ja, es war klar, dass es verriegelt ist. Ja, die müssen wir jetzt erstmal alle durchsuchen. Oh, komm schon. Haben sie aber schön eingerichtet, so mit Nutztieren und so ein Kram. Muss man einfach sagen, wenn es Arschlöcher sind. So, da haben wir schon mal den Schlüssel. Schon mal seinen Sohn. Na los, na los. Ah, das sind beide. Wir haben den Lärm gehört. Du gehörst nicht dazu. Wer bist du? Keine Angst. Ich hole euch hier raus. Ich hatte immer noch Hoffnung.
aber sie wurde immer schwächer. Ist es jetzt sicher für uns? Euch wird niemand mehr aufhalten. Dann ist es vorbei? Ich wollte fliehen. Ich schmiedete Pläne. Doch alle gefährdeten meinen Sohn. Du hast überlebt, ihn beschützt. Das ist wichtig. Und dein Mann wartet auf dich. Ulen. Super. Haben wir doch das Richtige getan. Wie? Das Schwein ist einfach mal unsterblich. Tatsache. Ich kann also in Siedlungen keine Nutztiere vernichten. Auch nicht aus Versehen. Okay. Verstehe. Das Kämpfen hatte aufgehört. Ulen! Du hast ihn hergebracht. Danke! Du musst mir nicht danken. Ich muss viel gestehen. Ich schloss einen teuflischen Pakt. Und andere büßten dafür. Und du glaubst, das weiß ich nicht? Ich hörte sie reden. Ich hatte schon immer Schmutz an den Händen. Und jetzt auch Blut. Nimm deinen Sohn an diese Hände. Komm mit uns zurück ins Anrecht. Du solltest auf sie hören, Ulen. Aber Helis und die Dämonen. Es geht mir um Ehrerfüllung, Aloy. Mit dem letzten bisschen Ehre, das ich noch habe. Ulen, all deine Fehler, mach sie nicht bei mir wieder gut. Geh mit deiner Familie. Zeig ihnen, was in dir steckt. Leb wohl, Aloy. Deine Mutter. Ich hoffe, du findest sie vor ihnen. Ja, jetzt Schöpfers Ende, ne? Gab jetzt nur 5000 EP. Aber ich meine, nee, auch keine Schatzkisten oder so. Okay. Wir haben eigentlich von allem genug. Ich würde gerne trotzdem noch mal gucken. Schöpfers Ende, da bin ich auch ziemlich nah dran. Naja. Ich würde gerne noch mal gucken, ob ich irgendwo noch was finde. Vor allem hier. Weil ich brauche halt so ein Brüllrückending. Koste es, was es wolle. Damit ich mir endlich mal eine bessere Rüstung holen kann. Es kann ja nicht sein, dass ich auf normal bin und trotzdem voll auf die Fresse krieg. Ladebildschirm. Oh yeah! Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Da bin ich fest von überzeugt. Irgendwie kriege ich jetzt weniger Reinholz. Ich hatte sonst immer 7 gekriegt. Und jetzt seit dem letzten Mal kriege ich nur noch 6. Hat sich da irgendwas geändert? Nee, ich brauche ja, glaube ich, nichts mehr von denen. Hoffe ich. Ich will mal was gucken. Normalerweise müsste ich doch bei denen massiv Damage machen. Wenn der sich rumdreht, kann ich ihn direkt killen.
Na gut, hat mich jetzt eh entdeckt. Na komm! Gut, gut, gut! Also mit dem Bogen, da muss ich echt nochmal was machen. Der ist ja echt für'n Arsch. Ja, Brüllrückenlinse brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich brauche halt, glaube ich, was Blaues. Hier muss da noch irgendwo was da. Das sieht doch blau aus, hoffentlich. Wer ist denn da oben? Plünderer. Okay, hat sich leider... Ich könnte das alles noch abgrasen und es würde auch echt Fun machen. Also so ist es nicht. Ich gehe jetzt nochmal zum Händler. Vielleicht habe ich ja schon was er sucht. Ich glaub's aber nicht. Sind wir ehrlich. Glück war die Nora da, um den Sonnenkönig zu beschützen. Was zum Teufel hatte die Garde dort zu suchen? Vorstellen, woanders zu leben. So, kleiner Händler. Komm mal her. Hier waren wir schon lange nicht mehr. Na, Metallscherben. Outfits. Das könnte ich holen, aber... Brüllrückenherz. Machen wir mal das. Ich würde sagen, 1000 Metallscherben hebe ich mir mal auf. Ich habe immer einen Drahtmangel. Thank you.
So langsam fände ich das Spiel aber manchmal so ein bisschen laut. Ich weiß nicht, woran das liegt. Schnellreisepaket brauche ich nicht. Scharfschussbogen, den hab ich. Schattenjägerbogen. Jawoll. Ja, 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 okay, okay, okay. Ich guck mal, was ich für Outfits verkaufen kann. Modifikationen. Da würde ich sagen, da hauen wir einfach mal alles Grüne weg. Ungeachtet dessen. Wollinge. So muss das sein. So, wollen wir mal gucken. Outfits modifizieren. Super. So, was haben wir denn hier? Hier würde ich gerne... Handhabung, Abriss, normale Handhabung. Machen wir mal hier Handhabung rein. Hier machen wir mal Damage rein. Und ich würde gucken, ob ich... Ah, richtig Feuer habe ich nicht, ne? Passt schon. So, Eis, Elektrizität und Feuer. Ja... Ja. Habe ich Feuer? Nee, ne? Dann machen wir Eis. Komm, warum nicht? Hier Schock. Und hier massiv schön Eis. Ja, ja, Feuer mache ich mit dem. Würde ich dann mit dem Bogen ein bisschen machen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Uns fehlen Metallscherben, um alles richtig zu machen. Ich will jetzt auch keine Tutorials machen. Gut, nee, Hammer. Die Tutorials sind mir eigentlich relativ egal. Die verdorbenen Zonen auch. Machen wir das jetzt mal. Die warten nämlich auch schon die ganze Zeit. Hier ist auch noch ein Brüllrückenareal. Vielleicht kann ich da was machen. Weil das ist nämlich auch noch eine Hauptquest, glaube ich. Dürfen wir ja nicht vergessen, dass wir noch eine Nora sind. Und dementsprechend zu dem Stamm gehören. Finde Brutstätten und über... Ja, wir müssen auch mal wieder ein paar Brutstätten machen. Das stimmt. Warum habe ich ihn nicht gekillt? Irgendwas mache ich falsch.
Ich weiß nicht, was da los war. Warum ist der Bogen auf einmal so viel schlechter? Ich meine, ich habe dem jetzt nicht unbedingt viel Damage weggenommen. Vielleicht sollte ich anfangen, diese Pfeile zu benutzen. Die machen wesentlich mehr Schaden als die Gammligen. Rotaugenwächter waren das. Ja, die sind natürlich ein bisschen stärker. Ja, verstehe. Okay, wir sind jetzt... Das sind nicht die normalen Wächter. Ich verstehe schon. Dann will ich erstmal trotzdem so gut ich kann die Billigpfeile benutzen. Normaler Wächter und das ist ein Feuerbrüllrücken. Okay. Jetzt oder nie. Das lief leicht besser als gedacht. Das ist blau. Das könnte... Oh, dieses leuchtende Geflecht, ne? Das will auch kein Arsch haben. Sag mal, bin ich jetzt nach dem Essen schlechter geworden oder was? Ich habe so das Gefühl, dass ich ordentlich auf die Backen gekriegt habe in der letzten Zeit. Verdorbene Zonen, na super. Okay, ich will zwar jetzt nichts gegen den normalen Schwierigkeitsmodus sagen, aber irgendwie fühlt der sich jetzt gerade ein bisschen lame an. Also dafür, dass die da so blöd rumstanden. Thank you.
So, da haben wir das dann auch schon nochmal. Ich bin echt out of Metallscherben. Weil ich beim Händler eben alles ausgegeben habe. Das musst du dir mal überlegen. So, da gibt es bestimmt noch was. Jedes Panorama erzählt eine Geschichte. Das ist schön, das interessiert mich eigentlich nicht. Das war mal ein Rockkonzert. Apoka Shitstorm Tour Tag 5. Ja, Apoka Shitstorm und so weiter und so fort. Ja, könnt ihr Dingsbums, könnt euch gerne irgendwelche Sachen raussuchen. Wenn euch das interessiert, mich will es jetzt nicht noch einmal hier durchpetzen und das Let's Play nicht unnötig in die Länge ziehen. Dementsprechend tut mir das so ein bisschen leid für euch, aber... Ja, es sind halt so Geschichten von früher und Leute, die dann... Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber ich glaube, das war nicht so eine gute Idee. Ich glaube, ich sollte bei Bogen bleiben, weil mit Speeren bin ich noch nicht so gut. Wenn überhaupt. Ich habe auch keine Ahnung, wie man den Speer upgradet. Lagerfeuer entdeckt. Wie weit sind wir dann? Geht so. Woher habe ich denn so viel Reinholz? Teufelsleid. Ein bedrohlicher Anblick, was? Fragst du dich nicht manchmal, wie es ausgesehen hat, als die Alten hier noch lebten? Du bist nicht wie andere, Nora. Ich hörte davon. Kriegsherrin, unsere Späher haben Lager in den Ruinen gefunden, die den Eingang zum Metallring sichern. Gut, fangen wir mit diesen Lagern an. So schlagen sie keinen Alarm. In Ordnung. Zerstören wir die Lager, dann können wir unsere Feinde im Metallring überraschen. Ich schalte den Alarm aus. Wir senden zu jedem Lager Krieger aus, als Bereitschaft. Was du anfängst, beenden sie. Gut, machen wir. Aber nicht mehr jetzt. Wir sind schon bei 30 Minuten. Obwohl es jetzt nicht so tragisch ist, aber ich will halt nochmal auf Toilette. Ja. Würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.